So, Meister, fertig Ihre Sparkasse. Alles neu. Aber die gab's doch schon, als ich noch klein war. Und als ich klein war. Und als ich klein war. Sichert Generationen seit Generationen die Sparkassenaltersvorsorge. Ich würde mich ganz gerne vorstellen. Erfrin Gitzer, mein Name. Ich bin die ganze Woche hier und feiere mit euch, mit Ihnen 5 Jahre lang Comcenter in Offenbach am Main. Und darf hier immer ab 15 Uhr auf der Bühne stehen und Preise verlosen, Geschäfte hier aus dem Comcenter vorstellen. Und heute, an diesem besonderen Tag, haben wir ganz spezielle Gäste da. Ihr habt sie sicherlich schon gesehen. Und außerdem ist noch jemand da, und zwar steht er hier zu meiner Rechten an der Bühne, das ist der Herr Lars Kissner vom OFC Fanradio. Komm doch gerade mal hoch. Bitte einen Applaus. Hallo, Lars. Freut mich, dass du da bist. Wenn sich einer auskennt, was den Offenbacher Fußball angeht, dann ja wohl du. Und deswegen würde ich auch sagen, ich hole die Jungs auf die Bühne, die jetzt gerade da sind, und ihr macht eine große Quatschrunde. Vielleicht gibt es ja auch noch Fragen aus dem Publikum. Aber gut, wenn du sie auf die Bühne holen willst, kommen sie wenigstens, auf mich hören sie nicht. Achso, ich verstehe. Wobei, das wäre auch das erste Mal, dass Männer auf mich hören. Ich habe da zu Hause auch so meine Probleme. Also bitte mit einem großen Applaus, Marcel Wilke. Der Regionalige, der kann natürlich nur aus einer Stadt kommen, natürlich aus Offenbach. Und ja, das sind sie, unsere Kickersbuben. Und da haben wir sie eben schon genannt bekommen. Fangen wir mal hier bei den Jüngsten an. Ja, würde ich sagen, wir haben jetzt einiges gehört von unseren Kickersbuben. Es ist der aktuelle Tabellenführer der Regionalliga Süd. Und jetzt wollt ihr wahrscheinlich nicht mich weiter hören. Ihr wollt Autogramme haben, genau das machen wir jetzt. Wir stellen die beiden Tische jetzt rechts und links nach unten hin. Und dann könnt ihr euch um die Jungs tummeln. Und so nach ungefähr 10, 20 Minuten machen wir einen kurzen Cut. Und dann kommt die nächste Interviewrunde. Vielen Dank erstmal. Und jetzt stürzt euch auf den Tabellenführer.